Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, der heilige Hieronymus macht eine sehr treffliche Bemerkung zu diesem Evangelium, wenn er sagt, die Apostel hatten viele Väter und Mütter, Menschen, die sie liebten. Und Petrus verließ ein einziges Haus und später war er in den Häusern aller Jünger zu Hause. Diese Bemerkung des Hieronymus ist deshalb so trefflich und gut, weil sie einen Perspektivwechsel bedeutet. Petrus hat den Wechsel dieser Perspektive langsam lernen müssen. Mit seiner Frage, ja und wir haben alles verlassen. Was kriegen wir dafür? Bei den anderen Evangelisten ist diese Frage ausgesprochen. Hier bei Markus steht sie unausgesprochen im Raum. Da ist schon die Perspektive da. Das ist das Dramatische an der Situation mit dem Mann, der auf Jesus zuläuft, der alle Gebote befolgt, aber dann doch am Ende traurig weggeht, als er das hört, so sagt der Evangelist. Was hört er? Er hört nur das, was er aufgeben muss. Aber er hört nicht das, was Jesus ihm verspricht. Er hat ein großes Vermögen. Und jeder, der auch nur ein kleines Vermögen hat, weiß, was es bedeutet, oder darüber nachzudenken, das herzugeben. Mag das noch zu klein sein? Es einfach aufzugeben. Wenn ich mich daran festhalte, dann gelingt nichts. Dann ist Zukunft im Grunde genommen unmöglich. Zumindest, wenn wir mit den Gedanken Jesu und der Logik des Reiches Gottes zu denken anfangen. Neuanfangen, Umkehr, Aufbruch, alle solche Worte, die Jesus immer wieder fordert und die eine Unruhe in unser Leben bringen durch das Evangelium, sind dann nicht möglich. Leider hört dieser treu alle Gebote befolgende Mensch dies nicht und er merkt auch nicht den liebenden Blick Jesu, der auf ihm ruht. Das Versprechen, einen großen, unzerstörbaren Schatz im Himmel zu haben und in die Gemeinschaft mit Jesus zu kommen, das hört er nicht. Er hört nur die Forderung, seinen Besitz aufzugeben. Ein geistlicher Beobachter unserer Tage schreibt, es ist nicht nur die Anhänglichkeit an das Materielle, die uns hindert, unserem Leben eine sinnvolle Wende zu geben. Jede Idee, die zur fixen Idee wird, jeder nicht durchschaute Zwang, jede Angst, die sich verselbstständigt, begrenzt unsere Freiheit und damit auch die Sicht auf das, was wirklich zählt und notwendig ist. Es klingt so banal, wenn man das sagt, dass man loslassen muss, um zu gewinnen. Dazu muss man aber auch alles hören. Dazu muss man alles wahrnehmen. Das ist die Chance, die der Mensch hier im Evangelium verpasst. Die Jünger nehmen sie wahr, wenn auch zuerst tastend und mit vielen Missverständnissen, aber sie sind zumindest couragiert genug, diese Schritte zu gehen. Perspektivwechsel, wie Hieronymus hier kommentiert. Viele Menschen gewinnen die, die ihre Familie verlassen, in einer neuen Familie. Deshalb hat die Kirche zu jeder Zeit, und es ist sicher gut, wenn das auch in der Synode jetzt in Rom zum Vorschein kommt, die Kirche, da wo sie konkret lebt, muss immer eine familiale Struktur haben. Sie hat manchmal eine bürokratische Struktur. Dann verfehlt sie das Evangelium. Sie hat manchmal nur eine traditionelle Struktur. Dann verfehlt sie das Evangelium. Sie muss eine familiale Struktur haben. Es ist ja nicht nur eine nette Übung, wenn ich sie anspreche als Schwestern und Brüder, sondern das ist ja das Kennzeichen der Familie. Jesus lässt bei dem, was man gewinnt, in dieser neuen Familie die Väter weg, weil es nur einen Vater gibt, wie Jesus immer wieder einschärft, den im Himmel, den gemeinsamen Vater. Aber man gewinnt in dieser neuen Familie Mütter, Geschwister, Schwestern, Brüder. Familiale Struktur.
Das ist ja auch das, was wir an diesem Ort hier mit dem Kloster am Rande der Stadt versuchen, so etwas wie eine familiale Struktur zu leben und zu bilden. Kloster am Rande der Stadt heißt das, versuchen Sie mal in dieses Kloster einzutreten. Das geht nicht. Man kann in das Kloster am Rande der Stadt nicht eintreten. Aber man kann dazugehören. Und es gibt ganz unterschiedliche Formen des Dazugehörens. Es gibt die, die sonntags zum Gottesdienst kommen und mitfeiern. Das ist sehr schön. Das ist eine Form, dazuzugehören. Es gibt die, die jeden Tag da sind und auch mitbeten. Es gibt solche, die nur zur eucharistischen Anbetung kommen. Sie alle gehören dazu auf je unterschiedliche Weise. Das ist eine Ausprägung familialer Struktur und familialer Kultur. Oder wenn wir nachher einladen zur offenen Sakristei oder wenn wir uns ab und zu anderweitig treffen oder miteinander über den Glauben sprechen und ihn vertiefen. Das ist der Versuch, familiale Struktur zu leben. Und das ist wichtig. In einer Gesellschaft, die so anonym ist und immer anonymer wird, wo die Familie des Blutes oft zerbricht oder auch normalerweise auseinandergeht, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist die Kirche immer die große Familie Gottes jetzt in dieser Zeit. Früher sprachen wir ein bisschen blumig von der Pfarrfamilie. Und heute wird das bei Pastoraltheologen ganz schlecht gemacht, dieser Begriff. Das ist schade eigentlich. Dieser Begriff trägt heute so nicht mehr, weil es zu dieser Zeit, als man so sprach, einen Pfarrbann gab. Das heißt, man gehörte zu dieser Pfarrei, man war dort hineingeboren, man wohnte dort und hatte dort auch in die Kirche zu gehen. Und man hatte dort auch die Kinder taufen zu lassen. Und man wurde dort auch begraben. Und alle Verrichtungen waren in dieser Pfarrei zu tun. Jeder andere Katholik aus der Nachbarpfarrei war sozusagen fremd. Das war einer, mit dem wir nichts zu tun hatten oder auch manchmal nichts zu tun haben wollten. Dieses Denken ist weg, weil in einer mobilen Gesellschaft auch die Menschen sich ihre Kirchen suchen, ihre Gemeinden suchen, manchmal sogar über Konfessionsgrenzen hinweg. Das mag uns nicht gefallen, aber es ist so. Deshalb ist die Ausbildung der familialen Struktur sehr wichtig, zu wissen, die Getauften leben in einer großen Familie und sie suchen sich ihren Familienort. Das bedeutet aber auch, dass wir diese Perspektive immer wieder uns vor Augen rufen müssen. Was gebe ich auf? Oder worauf bin ich immer noch fixiert? Was hält mich? Was bin ich nicht bereit zur Disposition zu stellen? Und was höre ich? Höre ich nur das Aufgeben müssen? Das mich wegbewegen müssen? Dass sich etwas verändert, wovor ich Angst habe? Oder richte ich den Blick auf das, was ich gewinne? Das ist die große Frage, die uns das Evangelium heute stellt. Versuchen wir doch, mit Hieronymus diesen Perspektivwechsel wahrzunehmen und mit all den Jüngern und all den Frauen und Männern und auch Kindern, die diesen Ruf des Evangeliums hörten und die nicht traurig weggehen, sondern gehen, aufbrechen und sich so einen Schatz im Himmel erwerben, wenn sie etwas von ihrem Reichtum weggeben oder ihn ganz weggeben oder den Schritt tun in die neue große Familie, die Familie Gottes.